Oh, dann wollen wir mal hier weitermachen. Book ist sehr hübsch aufgebaut hier. Grafikmäßig auch sehr. Naja, toll. Auf jeden Fall sehr geil. Wartet nur, bis die Wache hier ist. Ich wette, du klaust keinen. Ein Apfel klauen? Ach, warum denn nicht? Dieb! Leg ihn zurück! Die sind für seine königliche Hoheit, nicht für Gesindel wie dich. Oh, schnell verstecken. Leg das sofort weg! Ah, Mist. Was ist passiert? Hab ich dich! Verdammt, was zum Teufel geht hier vor? Was rein ist er ja nicht, ey. Kann ich gar wieder raus, so. Bewegt euren hirnlosen Arsch zurück! Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Apfelgesichter. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich hab den Apfel genommen. Haben die Leute es da geschrieben? Mal sehen, wo die hingehen. Bestimmt sein Vater. Oh, volles Haus hier. Vater? Komm her, Kind. Sofort. Vater? Den haben sie erstmal schön umgelegt. Bam. Tja, wer auch immer das war, den werden wir wahrscheinlich zu 100% kriegen. Dreizehn Jahre später. Kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Die Tür hat auch eine Klinke gehabt, aber egal. Die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Du, mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Meine Uhr. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Igor, hol die Marischal. Warte doch mal. Ich mach schon, Victor. Warum hauen denn die immer alle ab, ey? Oh, los, wird abgeschindet. Platz hier.
Gott. Du bist tot! Alter, was war denn das? Mach schon, Victor! Ich lasse ihn nicht ein! Kann ich noch diesmal anderes sagen? Also bitte. Pardon! Du bist tot! Ah, was ist denn jetzt los? Ich will nicht klettern, ich will durch ein Fenster. Alle guten Dinge sind drei. Pardon, Madame. Geht mir aus dem Weg! Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. Also das Spiel ist noch extrem lucky hier, ey. Läuft uns noch nicht so einwandfrei. Also noch gibt's hier noch voll die die Merk-Performance-Probleme. Jetzt habe ich die Stufixer. Ein tummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher, sag das doch mal! Nein. Komm zurück! Hinterher! Der Kerl ist ein Ding! Könnt ihr noch? Braucht ihr eine Pause? Ah, verpiss dich. Beeilung! Du gehörst mir! Ah, dein Traum gehört mir, ne? Alter, ist das lackig, Alter. Was haben denn die Entwickler gemacht, ey? Meine Fresse, ey. Ja, hier voll performancebrüchig, ey. Ist da Wahnsinn. Anwesen von der Los gehen. Ja, los. Ja. Ja. Na komm, spring mal einfach. Ist doch nicht hoch. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Bisschen klauen, ne? Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf mein Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Na, denk nicht mal dran, die Alte zu nageln, ey. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Erinnerung abgeschlossen. Fortfahrt. Drücken wir mal eher. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um, wie das hier so aufgebaut ist, oder? So,
Oberer Teppich. Saubere Fenster. Die haben nichts zu tun, okay. Waffe ziehen. Ja, würde ich sagen, machen wir hier Stopp und sehen uns im nächsten Part weiter. Aber haut da rein. Bis dann.